Hey Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac. Und wir starten ganz normal und ich würde Isaac nehmen. Ich mag einfach sein D6 und dementsprechend brauchen wir das. Und wir haben gleich eine XXL-Ebene. Was eigentlich schlecht ist, weil es nur einen Shop gibt. Und wir jeweils immer einen Schlüssel brauchen für jede Art von Geheimraum oder Item Room. Sonst ist der erste ja immer kostenlos. Und je länger wir brauchen, desto weniger Griff können wir rollen. Gut, das ist nie was Neues, aber gerade weil die ersten Räume, also dass diese Ebene so erschwert ist, ist es halt eigentlich nicht gut. Okay, noch eine Bombe. Ich will aber keine Bombe, ich will einen Schlüssel. Weiß ich jetzt schon. Gut, was haben wir oben? Okay, erste Item Room. Ja, ich bin schon wieder reingelatscht, aber die kam von allen Seiten und ich wollte einfach raus hier. Komm, Schlüssel. Yes. Nehmen wir wenigstens auf. Ach komm, echt. Mit Better Pilz wäre es ein richtig geiles Item. Bolts of Steel. Und dann rollen wir. Giftbomben. Ist auch nicht so die Sache. Ich würde es nochmal lassen. Kann sein, dass wir es gar nicht rollen können. Mehr dann später. So. Und euch beiden. Mache ich lieber den Chaos. Eine Münze kann ich sein lassen. Ich denke eh nicht, dass ich 15 zusammenbekomme. In dieser Ebene. Wenn es die letzte Münze wäre, um 15 zusammenbekommen, dann verstehe ich es, aber so nicht. Gut, den hätten wir erledigt und da ist aber auch nichts drin. Komm. Ja. Ich hasse die Viecher so sehr, die Fleischklopse. Ach, falsch getimed und nochmal getroffen worden. Aber wir können rollen. Ja, wir haben noch nichts anderes gefunden, würde ich sagen, rollen wir. Ein Damage Upgrade wäre gut. Oder irgendwas schneller zu laufen, Tiersab, irgendwie sowas. Ja, nehme ich aber auch. Halo Flies. Wäre ich wenigstens weniger getroffen. Gerade bei meinem ungeschickten Art. Nicht so schlecht. Ja. Noch so ein Room. Aber wenigstens können hier Herzen verdrückt sein. Oder Münzen. Oder nichts. Kann auch drunter sein. Wie gesagt, ein Schlüssel wäre jetzt ideal, aber das wissen wir ja leider nicht, ob das so ist. Okay. Ja, da bin ich noch ein Reichweiter, dass die mich nicht anspucken. Und nichts gedroppt. Oh. Komm schon. Okay, zwei Treffer hat die Halo Flight. Okay, ich bin schon wieder fast tot. Da sieht man mal wieder, dass ich fast eine Woche nicht mehr Isaac gespielt habe. Ich krieg mal sofort, also krieg ich persönlich sofort mit, wie schlecht ich dann bin. Das ist nicht schön. Echt nicht schön. Aber guck mal hier an. Rettet wenigstens die Situation. Na gut. Ein geiles Trinket. Oder ein blaues Herz. Eine gute Karte. Oder ein Balls of Steel Pille. Warum nicht? Okay, okay. Gehen wir hoch. So. Die fliegen sehr harmlos. Und ihr könnt auch mal endlich sterben. So.
Ja, du böse Flieger. Jetzt will ich mich anstellen, ordentlich. Ja, da habe ich kein Problem mit euch jetzt hier. Der ist hier auch unproblemlos. Der hier ist ein bisschen ekliger, aber hat auch geklappt. Noch ein Silberherz. Da unten war der zweite Item Room. Ja, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe es gerade gesehen. Überlegt, wo der zweite Item Room ist, aber das habe ich ja gesehen. Eine Karte. The Tower. Ach so, das war's. Okay. So, Doppel Boss Room, kennen wir ja. Meistens ist sogar das im zweiten Reiter ist und darauf habe ich keinen Bock. Wegrollen kann ich die Items eh nicht von dem Reiter. Wir machen so wenig Schaden, aber das ist ja gut, dass ja nichts Neues bei Isaac ganz am Anfang. Die können die wenigstens nochmal was droppen, was gut ist für uns. Münze, Herzen. Neben Kackhaufen könnte ein bisschen Glück sein. Boah. Ich versuche mal irgendwie dorthin zu gehen, wo ich nicht gleich sterben könnte. Sagte er und stand direkt unter dem Monster. So. Ist gut. Die Box roll ich. Ja, Little Steve ist gut. Die Box ist auch nicht so schlecht, aber bekomme ich zweimal Little Steve? Dann bekomme ich Big Steve, oder? Zweimal Little Steve geht, glaube ich, nicht. Ein bisschen Range-Up könnte ich auch mal vertragen. Boah. Komm her, du. So, hier ordentlich treffen. So. Du spuckst zum Glück nicht mehr, wenn du rumfliegst. Genau, und das ist ein Damage Upgrade. So, ja, 2 Punkte sogar. Wenn ich richtig sehe. Kann ich gut vertragen. So. Come on. Und jetzt auch noch hier. Mussten ja ein Room-Item liegen lassen. Ist nie gut. Room-Item. Einfach nur den Item-Room liegen lassen. Nochmal Balls of Steel. Machen wir weiter. Ach. Die haben fast schon wieder reingerannt. So. Wir brauchen einen Schlüssel. Dann will Boss Roam. Da gehe ich als erstes dann rein, weil ich dann weiß, ich kann rollen. Das hat auf die Reiter habe ich eigentlich nicht so Bock. Sagte er und bekommt Pestilenz. Vor allem, da kann ich nichts rollen, wie gesagt. Wow. Ja, ja. Ich habe nicht die große Reichweite. Ich treffe auch die ganze Zeit irgendwelche Maden von ihm. So. Okay. Okay, langsam rechts mehr. Ah, ich musste da durchlaufen, weil es zu war. Ach, come on. Das ist Pest. Die kann man einfach. Das ist ein einfacher Gegner. Und jetzt habe ich schon wieder so viele Silberherzen verloren gegen ihn. Put of Meat. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Kriegen wir das hin? Nee. Da hätte ein Silberherz gefehlt. Packt. Wagen bei uns. Macht nämlich noch mehr Schaden.
Sollte eigentlich noch mehr Schaden machen. Vor allem Tiersab ist es. Doch, macht mehr Schaden. Ja, wir haben nur ein Herz, aber gut bei dem Run. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Und je länger wir uns aufhalten mit unnötigen Sachen, desto schneller können wir die nötigen Sachen fertig machen. Komm schon. Sehr gut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und Pride. I'm so proud of you. Wir machen so viel Schaden, Leute. Ah, ich wurde getroffen. Ich habe Angst gehabt, dass... So bekommen wir wieder The Tower, wa? Nee, Death. Schade. Hab's gehofft. Aber hat nicht geklappt. Gut. Ja. So. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel für die Ebene. Ich wusste schon, wieso ich das gemacht habe. Diesen Pakt genommen. Und wenn es weiter so geht, kriegen wir immer wieder keine Items. So. Kein Item für diese Runde. Jetzt können wir... Ich guck mal, ob es hier ist. Yep. Sehr gut. Was war das? Book of Devil? Book of Belia. Achso. Und Rolver. Hanging Man. Sehr gut. Transzendenz. Jetzt haben wir die Flügel. Normalerweise würden wir nur mit dem Kopf reisen, aber so haben wir die Flügel. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Unser kleiner Teufel Isaac. Also The Cave. Ja, ja. Ich bin unbesiegbar gegen euch, weil ihr mich einfach nicht trefft. Spectre Trees wäre vielleicht nochmal interessanter, aber wir haben guten Damage abbekommen. Und einen Schlüssel. Ich sage immer so, wenigstens kommen wir auf der Ebene. Können wir auf der Ebene den Item Room benutzen. Zudem interessiert es überhaupt nicht, ob er fliege oder nicht. So ein Fistulas. Aber Vorteil ist, wir machen Schaden ordentlich. Und das ist immer gut. Da ist die Bücherei. Wow. Okay. So, nochmal. Come on. Noch ein Schlüssel. Sehr schön. Wreckrollen. Das ist Lukis Horn. Tears up. Gehört Lukis Horn? Aber wir sind nicht zu Luki geworden. Da fehlt, glaube ich, noch was. Das war Luki werden. Wenn wir Luki werden, dann können wir nämlich unterschiedlichste Richtungen Schüsse schießen. Langsam wird der Run doch interessant. Ja. Ich habe keinen Bock gehabt, jetzt groß mit dem herumzuärgern sich. Ach doch, jetzt kann man Schüsse unterschiedlich. Ihr seht schon, wie ich Schüsse nach oben und nach unten schieße. Und... Ja, warum nicht? Ich wag's mir einfach jetzt mal. Weil Silberherzen eh besser sind als rote Herzen für mich. Und dann können wir uns ruhig sowas wagen. Nein, da ist nix. Und den treffen wir doch mal so. Ja, wir brauchen auch mal einen Speed-Up. Ich flieg zwar, aber bin extrem langsam. Nee, Poison Shots. So, du hast ja schon ein paar Schüsse abbekommen, oder?
Sehr gut. Nochmal Fistulas. Aber die blauen. War noch die mit den Bombenfliegen. Boah. Und warum eigentlich ein rotes Herz? Normalerweise droppen die ganz andere Herzen. Und Schlüssel. Gut, da gehen wir rein. Oh. Der könnte mich unangenehm werden, wenn wir zu langsam sind. Oh, ich hasse das. So, gleich mal hinterher. Den einen machen wir so platt. Ja, komm. Ah, sehr gut. So, den kriegen wir noch mal platt. Denn mit dem muss man schnell sein, das ist das Problem. Der ist nicht so schwer, aber schnell muss man sein. Und der Nail. Wie war das? Ich überleg grad. Der gibt mir immer Silberherzen. Ouija Board. Ja, doch. Ist okay. Ist irgendwie okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.